So, da sind wir wieder bei Let's Play Hype the Time Quest. Und auf geht's. Nach oben. So, Aktion ist, glaube ich, der Einzige, der einen Tipp zu dem Dings abgegeben hat. Aber ob der richtig ist, das werdet ihr noch sehen. Tadam. Also, auf geht's. Er ist es! Das ist Hype! Fasst ihn, bevor er die Sonnenuhr berührt! Er darf nicht verschwinden! Ja, wir müssen zurück in die Zeit von vorher. Hype! Ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Dein schwarzer Ritter musste dich ja kampfbereit erwarten. Dein Ruf ist sogar bis zu ihm vorgedrungen. Er wusste, dass du in seine Epoche zurückkommen würdest. Aber ich habe eine Lösung. Deine Geschichte ist in drei Almanachen niedergeschrieben. Dem des Enostus, dem der Alchemisten des Labors und dem der Mönchschreiber. Verschaff dir diese drei Almanache und gib sie mir. Ich werde deine Legende darin abändern, um Verwirrung zu stiften. Aber pass auf, wenn du dir die Almanache holst, darf dich niemand sehen. Deine Legende darf nirgendwo anders aufgeschrieben werden. Geh. Viel Glück. Ich warte hier. Ich bringe die Almanache zurück, wenn deine Legende abgeändert worden ist. Ich habe schon einige Räuber ausgesandt, dir die geheimen Gänge zu öffnen, wenn dies nötig ist. Wenn die Eigentümer der Almanache dich überraschen sollten, solltest du später wieder zurückkehren. So glauben sie, du bist verschwunden. Ich wünsche dir Erfolg, Hype. Vergiss es nicht, Hype. Du musst mir drei Almanache bringen. Den von Enostus, den der Alchemisten, des großen Labors und den der Mönchsschreiber. Und niemand darf dich sehen, wenn du sie nimmst. Tadam, ja. Genau. Auch wenn ich mich frage, woher er wusste, dass der mich kampfbereit erwartet hatte, weil das hat mich schon beim allerersten Mal durchschwingen gestört irgendwie. Na gut. Auf geht's, diese drei einmal nachher zu besorgen. Eigentlich hätte ich jetzt euch darum gebeten, aber das habe ich. Dadurch, dass ich letztes Mal ich das noch gemacht habe, habe ich das verpennt. Na gut. Ich denke, ich werde zuerst den aus dem Kloster holen und danach dürft ihr entscheiden, welchen von beiden ich dann noch dieses holen werde und in welcher Reihenfolge. Weil es sollten einige hier zugucken, um das abstimmen zu lassen. Na, Kloster liegt auf dem Weg, deswegen. Aber weil das andere beide ist ja in der Stadt. Ja. Also ihr könnt euch dann entscheiden, Laboratorium oder Festung. Kenner des Spiels sollten am besten nicht mit abstimmen, weil das ist ja dann ein bisschen doof. Find ich. Na. Ha.
Wartet hier nicht noch einer? Ja. Ja, wo hier ich nach dem Almanach suchen muss, ist ja wohl klar. Hier ist eine Tür gewesen, die ich vorher nicht öffnen konnte. Ach, hier kann ich ja speichern. Ach nee, damit ich nicht nochmal zurückkehren muss, mache ich gleich den Weg hier. Ja, da steht ein Schild, dass die Mönche sich zurückziehen, wenn die Glocke geläutet wird. Mir ist das eigentlich auch nicht. Nur um ein bisschen Zeit zu sparen. Es ist nur ein Schild, was ich lesen muss, und ich meine, die sehen mich, wenn ich... Ich meine, die sehen mich, weil ich so weit da rein muss zum Schild lesen, dass die mich entdecken. Ja. Darauf läuft das hinaus. Zack. Jetzt kommt aber der dümmste Teil von allen. Ich darf nach oben klettern, aber... Ja, was haben wir denn da? Ritter. Verdammt, ich dachte, hier wären Schild gewesen. Ach nee. Das ist natürlich jetzt scheiße. Na. Bam. 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 Down. Ich hasse diesen Schützen da oben. Das ist die nervigste Person in diesem ganzen Spiel. Weil man an denen nicht so leicht rankommt. Dadurch, dass er einen beschießt, kommt man hier nicht so schnell nach oben. Ja. Wie ich das in meinem Speedrun machen werde, keine Ahnung. Mal gucken, ob ich über mal einen Speedrun aufnehme. Könnt ihr auch schreiben, wenn ich einen Speedrun hier von dem Spiel machen sollte, ob ich den aufnehmen soll. Natürlich ohne Kommentare. Weil ich mich dann auf alles konzentrieren muss. Also nur ein Speedrun, kein Let's Play. Ah, hier steht das, glaube ich, auch nochmal. Monitum Publikum. Alle Mönche sind angehalten, ihre Arbeit zu beenden, wenn die große Glocke des Klosters geläutet. Die große Glocke des Klosters läutet. Sie sollen sich anschließend zur Meditation in ihre Gemächer zurückziehen. Und ganz viele Fledermäuse! Einmal Chaos gestiftet. Und das geht ganz leicht. Man macht einfach zack. Und auf diesen. Nein. Wenn man den treffen könnte. Zack. Erstmal gehen alle Fledermäuse kaputt. Die da hinten anscheinend nicht, doch. Und jetzt passiert das. Warum Ritter nicht zählen, weiß ich auch nicht, aber... Ja, weil die Ritter können da ruhig bleiben und... mich sehen. Die vernichte ich einfach. Keine Ahnung, inwiefern das von der Logik passt, aber ist mir auch egal. Meine Güte, der Speedrun kann ja was werden. Hier werde ich dann fast gar nicht mit Schwert arbeiten, sondern mit Laufstiefeln. Denke ich mal. Mal kurz hier zwischenspeichern. Zack.
Verdammt, ich hoffe, ich habe richtig gespeichert. Ach gut, wenn nicht, zum ersten Boss komme ich auch schnell. So. Hier steht es, glaube ich, auch. Riss Historike. Der Schreibsaal wurde von dem Rat der Schreibermönche nach dem Kriege gegen Tuscan den Ersten eingerichtet. In der Zeit der Zurückgezogenheit nach diesem Krieg haben die Schreibermönche die Geschichte des Königreiches sowie ihre eigene geistigen Grundsätze niedergeschrieben. Tadam. Zack. Ja. Viecher, die sich von Bilder, die sich von der Wand lösen und mich angreifen. Ich meine, Blitz war am stärksten, ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Warum auch immer Blitz. Und die Ritter sind auch weg. Und hier steht nochmal das gleiche Schild. Wie oben. Alle Mönche sind angehalten, bla bla. Also ich hätte bis hierhin laufen müssen. Und dann hätten die mich ja schon gesehen. Ach nö. Zack. Ah, hier waren noch ganz viele Knöpfe, war es nicht irgendwie? Naja. Nein, hier war keiner mehr. In der Ecke war einer. Hier ganz hinten war einer. Und da war einer. Zack. Und das waren alle. Oder auch nicht. Wo habe ich denn den Knopf übersehen? Ah, da. Zack. So, den habe ich übersehen. Natürlich den wichtigsten. Von allen übersehe ich. Na gut. Laufen, 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 laufen. Den Eimer nach. Zack. Mal gucken, was haben wir da? Gelbe Kräuter. Haha. Zack, und einen blauen Trank. Ich hoffe, das war's jetzt. Und laufen. Bis zum Speicherpunkt. Und ihr entscheidet euch dann fürs Laboratorium oder die Festung. Okay, die das Spiel kennen, können auch mitmachen. Auch wenn die wissen, was auf mich wartet. Es wäre aber viel lustiger, wenn nur die das Spiel nicht kennen, mitmachen würden. So. Zack. Speichern. Nochmal da. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones und denkt dran, abzustimmen.